Feuer produziert mit Nahwärme. Das ist einzigartig, das ist neu. Mit April 2014 wird in der Murauer Brauerei ein neues, innovatives Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen. Mittels Wärme des Nahwärmeheizwerks Murau Stolzalbe wird hier künftig Bier auf höchster ökologischer Stufe produziert, nämlich mit Niedrigtemperatur. Damit hebt sich die Murauer Brauerei eindeutig von allen anderen europäischen Brauereien ab. Gelungen ist dies zusammen mit der Murauer Stadtwerke GmbH als Betreiber des Biomasseheizwerks und der Krones AG Neutraubling aus Deutschland mit dem energiesparenden Brausystem Equitherm. Die Genossenschaftsbrauerei mit einem Ausstoß von rund 300.000 Hektolitern braut ihr Bier zu 100% mit Wärme aus dem Biomasseheizkraftwerk der Murauer Stadtwerke. Das bedeutet, es werden zur Bierherstellung keine fossilen Brennstoffe mehr verbrannt. 750.000 Liter Heizöl können so jährlich eingespart werden. Die maßgebliche Systemänderung ist die Umstellung der Prozesswärme von einer bisherigen Dampftemperatur von 150-160 Grad Celsius auf Heißwasser mit nur 115 Grad Celsius. Diese sogenannte Niedrigtemperatur-Prozesswärme eröffnet neue, bisher unbekannte Energieeinsparmöglichkeiten. Energie wird nämlich durch die Systemumstellung der Wärmebereitstellung eingespart, als auch durch die Senkung der Prozesswärmetemperatur. Regionale Biomasse statt Öl, Heißwasser statt Dampf. Ein Meilenstein in der Technologie, die eine gravierende Veränderung im Sudhaus nach sich zieht. Möglich wurde diese Umstellung auf regionale und CO2-neutrale Wärmeenergie erst durch den Umbau des Sudhauses auf das Krones Equitherm-System. Da die Brauerei den traditionellen Charakter des vorhandenen Sudhauses mit seinen Kupferhauben weitererhalten wollte, integrierte Krones die hochmoderne Technik in die bestehenden Kupfergefäße. Das komplette Innenleben der Maischgefäße und der wesentliche Teil der Würzekocheinrichtung wurden auf aktuellste Krones-Steinecker-Technologie umgerüstet. Entscheidend für die Funktion der Energieschaukel des Equitherm-Systems ist das Zusammenspiel von Maischegefäß und einer besonders verlustarmen Energierückgewinnung zwischen der Kochung und Kühlung. Aufwendig wurden über das Dach die neuen drei Maischpfannen aus Edelstahl in je vier großen Einzelbestandteilen ins Gebäude gehievt und neu verschweißt. Kostenpunkt 1 Million Euro inklusive Automatisierung und komplexer Verrohrung. Vom Pufferspeicher führen nämlich wieder unterirdische Leitungen in die Produktionshalle zur Fassabfüllung und Flaschenwaschanlage. Die Wärmeübertragung erfolgt mittels verlustarmer Wärmeübergabestation und einem eigens für die Spitzenlastabdeckung und Wärmerückgewinnung des Krones Equitherm-Systems konzipierten Energiespeichers, der in diesem Fall die komplette Brauerei mit regenerativer Wärme versorgt. Der riesige zentrale Energiespeicher fasst 120.000 Liter Wasser, das über eine 2,4 Kilometer langen Zuleitung direkt vom Nahwärmeheizwerk kommt. Seit langem schon verfolgt die Brauerei Murau eine Unternehmensphilosophie, die das Thema Umweltbewusstsein ins Zentrum der Produktion stellt. Erklärtes Ziel ist es, eine CO2-neutrale Brauerei zu werden. Während die Stromversorgung im Bezirk Murau bereits vollständig aus der Region erfolgt, ist nun mit der wärmetechnischen Anbindung der Brauerei ein wesentlicher Schritt zur Energievision Murau, ein Bezirk auf dem Weg in die Energieunabhängigkeit, die bis 2015 vollzogen sein soll, realisiert worden. Saubere Luft, reines Wasser, Hopfen und Malz. Das sind schon seit über 500 Jahren die Zutaten für bestes Murauer Bier. Eben die richtige Mischung von Tradition und Innovation. Murauer Bier, die erste Niedrigtemperaturbrauerei Europas mit CO2-neutraler Wärmeversorgung aus einem Biomasseheizwerk.